Ja, Peter Maffay, die Figur Tabaluga, die haben Sie sich, glaube ich, 1983 schon ausgedacht. Was fasziniert Sie weiter an diesem kleinen Drachen so mehr als 30 Jahre danach? Also ich war nicht der einzige Urheber oder Papa von Tabaluga. Es gab da noch drei andere. Die muss ich, und das tue ich sehr gerne, erwähnen. Rolf Zukowski war einer, Gregor Rotschalk der andere und natürlich Helmer Hane als Illustrator. Damals gab es die verrückte Idee, einen Erzählstoff zu vertonen. In meinem Umfeld hat das irgendjemand mal laut erwähnt. Und wir haben uns natürlich gefragt, kann man sowas machen? Kann man vom Rock'n'Roll konvertieren und zum Märchenonkel werden? Und die Antwort erfolgte dann auch prompt, es gäbe nirgendwo ein Buch, in dem das so vorgeschrieben steht. Wir haben uns zusammengefunden, sind, wenn man so will, in einen imaginären Sandkasten gestiegen und fingen an, uns zu überlegen, was wollen wir schaffen. Die Idee, die dabei herauskam, war ein kleiner grüner Drache, kein böser, kein finster, keine finstere Gestalt, sondern ein kleiner Junge, der durch das Leben geht und seine Erfahrungen sammelt. Und ein einziges Album sollte passieren, aber das schlug dann ein, salopp auszudrücken. Es gab dann immer wieder Leute, die gesagt haben, warum macht ihr das wieder? Kam ein zweites, drittes, viertes Album und so weiter. Und irgendwann kam Fritz Rau, damals mein Konzertveranstalter, und sagte, warum nehmen wir das nicht und bringen das irgendwie auf die Bühne? Wir haben festgestellt, dass Tabaluga so eine schöne Seitenstrecke wurde. Rock'n'Roll Autobahn und dann mal runter, etwas ganz anderes machen, andere Leute treffen, mit Tänzern, mit Schauspielern etc. ein Stück zu gestalten, war wirklich eine völlig neue Erfahrung und hat extrem viel Spaß gemacht. Und was wir nicht wussten, war, dass aus diesen ganzen Vorgängen irgendwann eine Stiftung entstehen würde, in der im Augenblick jedes Jahr ungefähr 1200, 1300 Kinder betreut werden. Also hat Tabaluga plötzlich an Gewicht zugenommen, nicht tatsächlich, aber an Bedeutung für uns. Und ich kann mir ein Leben ohne diesen kleinen grünen Kerl gar nicht mehr vorstellen. Ja, und was musste man denn in der ganzen Zeit vielleicht an dem kleinen grünen Kerl und an der Art, die Geschichten zu erzählen, ändern? Ist Tabaluga jetzt ein anderer? Ist er jetzt irgendwie im Digitalzeitalter angekommen oder ist er noch immer der gleiche? Dann im Grunde genommen ist er der gleiche. Man weiß ja, dass diese Drachen sehr langsam alt werden oder sehr lange jung bleiben. Das ist eine Figur wie Mickey Mouse, hat sich ja auch nie mehr verändert. Ja. Tabaluga wird immer dieser Teenager bleiben, neugierig, frech, auch ein bisschen hinterfragend, fällt manchmal auf die Schnauze, steht wieder auf. Eine positive Figur. Und ich glaube, das ist auch ein klein wenig unsere Aufgabe, den Kindern und denen, die es geblieben sind, eine solche Figur anzubieten. Ich sehe ja, was in der Stiftung passiert und was Kinder so in Tabaluga hineininterpretieren und sehen. Und es macht mich sehr glücklich, weil das Ziel, das wir uns vor etlichen Jahrzehnten gesetzt haben, das funktioniert. Ja, und wenn man jetzt auf Tour ist und ins Publikum schaut, dann sieht man wahrscheinlich diejenigen, die vor 30 Jahren dabei waren, jetzt mit ihren eigenen Kindern, oder wie ist das da? Also, ich erzähle diese Geschichte gern, weil sie total witzig war. In Köln bei der letzten Inszenierung, 2012 war das, standen am Bühnenrand irgendwo vorne, wir haben ja diesen langen Steg, der in den Raum reingeht, und verschiedene Nebenbühnen, standen wirklich vier sehr attraktive junge Damen mit einem Transparent. Das konnte man nicht lesen, wenn man von hinten kam. Und dann bin ich also nach vorne gegangen und habe gesagt, hoffentlich steht da was Nettes drauf. Und dann stand ich davor und las, die Damen hielten das hoch und da stand drauf, wir sind die vierte Generation. Total süß. Und das ist das, was man erlebt. Also wir spielen ja zwei Shows, teilweise nachmittags und abends. Natürlich ist die Anzahl der Kinder am Nachmittag größer und am Abend sehr viel kleiner. Man merkt, das ist ein Inhalt, der durch die Familien geht. Und das wünschten wir uns auch immer, dass Leute rausgehen und sagen, wie war das jetzt, dass man das diskutiert. Die Kinder Fragen stellen, die Erwachsenen antworten müssen. Und ich betrachte es geradezu als Privileg, es ist eine Auszeichnung, dass uns so viele unterschiedliche Menschen besuchen und Spaß an den Geschichten haben. Jetzt sind Heinz Hönig und Rufus Beck mit dabei. Wie kriegt man so bekannte Schauspieler immer wieder dazu, dass sie mitmachen?
Ja, das sind Eckpfeiler. Also ich könnte mir jetzt niemanden vorstellen, der so ohne weiteres den Heinz ersetzen könnte. Ja? Heinz ist Arthas. Also das werden wir gleich erleben. Und Rufus ist der Magier. Also einen anderen Magier würde ich auch nicht gerne haben. Ich weiß genau, wenn Rufus loslegt, der hat eine so einfühlsame Art. Ist ein großartiger Schauspieler. Wir haben ja noch andere, die machen. Zum Beispiel der Uwe Ochsenknecht wird dabei sein. Viele der Gäste, die auf dem Album dabei waren oder sind, die wollen wir überzeugen, Gastrollen bei uns zu übernehmen. Also das ist schon eine bunte Welt. 24 Tänzer, Kostüme. Das ist ein Wanderzirkus, der da unterwegs ist. Und in diesem Wanderzirkus gibt es einige Gestalten, die dort nicht wegzudenken sind. Einige haben Sie gerade selber genannt. Ganz kurz nochmal, wie geht's weiter mit dem Rocker Peter Maffay? Ich komme schon auf die Autobahn zurück. Das ist ganz klar. Aber die nächsten Monate sind sehr, sehr Tabaluga bestimmt. Nächstes Jahr wollen wir einen animierten Spielfilm produzieren. Das heißt also noch einmal Tabaluga. Aber während das entsteht, arbeiten wir am neuen Album. Und wenn das alles vorbei ist, also ich denke mal so in einem Jahr, in anderthalb Jahren, dann kommen wir wieder mit Rock'n'Roll zurück. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Maffay.